Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin wieder da, Halleluja. Ich bin total froh, dass es mir besser geht. Mich hat es ja ziemlich doll erwischt. Herzlichen Dank an dieser Stelle für eure ganzen Genesungswünsche. Auf Snapchat, ich habe unglaublich viele Snaps bekommen, auf Instagram, ganz, ganz viele gute Wünsche, die mir wirklich ganz viel Kraft und Energie gegeben haben. Vielen, vielen Dank. Ich bin noch nicht ganz fit, aber dieses Video hier, das war mir total wichtig, weil ich euch über eine ganz coole Aktion berichten möchte. Da könnt ihr sogar was gewinnen und deshalb heute wieder vor der Kamera. Was sieht es meinen Augen noch an, dass sie noch nicht ganz gesund sind, aber ich hoffe, das geht einigermaßen für euch. Dieses Video hier, das soll so ein bisschen ein Beauty-Talk werden. Ich habe mir das schon vor Monaten überlegt, dass ich das super gerne mal machen würde. Und zwar euch einfach Produkte zeigen, die ich mir vielleicht neu gekauft habe, die ich gerade am Testen bin, über irgendwelche Aktionen. Und ich wusste immer nicht, wie ich das am besten in meine Videos integrieren soll. Und deswegen habe ich mir gedacht, führe ich jetzt einfach mal auf meinem Kanal einen Beauty-Talk quasi dazu. Ich hoffe, ihr freut euch. Also ihr könnt es euch gemütlich machen. Ich quatsche jetzt ein bisschen mit euch. Ich zeige euch meine neuen Errungenschaften, meine Meinungen und so weiter. Und falls es euch interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Nochmals vielen, vielen Dank an euch, dass ihr so arg an mich denkt. Also ich war echt total überwältigt. Mich hat auch ein Geschenk erreicht, das ihr hier irgendwo sehen könnt. Da kommen wir aber später dazu, weil da gestern die Tränchen gekullert sind, als ich das entgegengenommen habe. Und da erzähle ich euch später im Video davon. Und ich würde sagen, falls es euch interessiert, was ich euch alles zu erzählen habe, dann bleibt dran. Ich würde mich total freuen und los geht's. Das war jetzt echt ein langes Intro, sorry dafür, ich bin echt eine Labertasche. Wir kommen direkt zur Aktion, von der ich euch berichten möchte. Ich finde sie fast wunderbar hier auf meinem Kanal. Und zwar wegen zwei Punkten. Zum einen geht es um Nagellack, genau, ich bin voll die Nagellack-Queen, das wisst ihr auch. Und zum anderen geht es um Powerfrauen. Von dieser Firma habe ich euch schon berichtet, weil ich schon einige Nagellacke besitze. Habe sie auch schon auf meinem Kanal vorgestellt und deshalb ist es für mich nichts Neues. Ich habe mich schon eingedeckt und zwar spreche ich von diesen Edding-Lacken. Die gibt es seit April im Müller zu kaufen, ab Oktober, also jetzt schon im Oktober, bei Karstadt, Douglas und Galeria Kaufhof, was richtig cool ist. Ihr wisst, dass ich nicht viel Zeit habe. Mein Nagellack unkompliziert sein muss, der darf nicht rumzicken, der muss langanhaltend sein. Ich möchte mir den ganz schnell draufpinseln und dann muss es schon wieder weitergehen. Ich habe 4 Kinder und da könnt ihr euch denken, dass ich da einfach nicht so viel Zeit habe für meine Nägel. Ich habe allerdings gerne schöne Nägel, das gebe ich schon zu. Und deshalb muss der Nagellack einfach darauf abgestimmt sein. Und diese Punkte erfüllt einfach der Edding-Lack. Noch dazu kommt so ein bisschen ein melancholischer Teil. Mein Papa hat immer Eddings gehabt auf der Arbeit, also diese Stifte, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Die sind ja total bekannt und die sind eben auch bekannt für die Qualität, dass sie einfach das halten, was sie versprechen. Und was witzig ist, dass sie hier von der Aufmachung her genauso sind. Also der Deckel ist quasi wie ein Edding und das finde ich total witzig. Und jetzt kommen wir zur Aktion, die Edding-Lacke eben hat. Die Aktion nennt sich Power statt Püppchen, also es ist eine Challenge sozusagen, Hashtag Power statt Püppchen. Dazu könnt ihr ein Bild hochladen auf Instagram und könnt dazu schreiben, was ihr denn meint oder was eine Powerfrau ausmacht. Ihr könnt vielleicht einen Teil eurer Geschichte schreiben, wenn ihr das nicht möchtet, einfach ja ein paar Sätze zu dem, was ihr eben denkt, was eine Powerfrau so macht. Das kann eine Mama sein, das kann eine berufstätige Frau sein, eine Schülerin, was auch immer. Ich denke, wir sind alles Powerfrauen. Also ich für mich finde schon, dass ich eine Powerfrau bin. Das beste Beispiel ist jetzt, ich war super krank, ich hatte Fieber, ich hatte eine Bindehautentzündung, die noch nicht so richtig abgeheilt ist und habe trotzdem gearbeitet, ich habe mich um meine Kinder gekümmert, ich habe gekocht, ich habe geputzt, ich habe alles gemacht. Und das ist einfach die Power, die wir Frauen haben. Ja, wir lassen uns nicht unterkriegen und deshalb würde ich es total cool finden, wenn ihr
dazu ein Paket gewinnt. Ihr müsst nämlich quasi dieses Bild hochladen oder ihr könnt es auch auf Facebook hochladen, auf deren Pinnwand posten. Ich schreibe euch aber alles nochmal unten in die Infobox, weil es ist jetzt echt viel Info, die ich euch gebe, viel Input. Auf jeden Fall ist es so, dass ihr einmal die Woche ein Produktpaket gewinnen könnt im Wert von 90 Euro. Und das ist doch total cool, oder? Also ich bin ja so nagellackverrückt, ne? Okay, egal, also auf jeden Fall ist ein Versiegelungslack dabei und ihr habt 10 Lacke. Genau, ich habe mir alles notiert, damit ich nichts vergesse. Und ich habe hier noch einen kleinen Flyer. Keine Sorge, ich habe dafür kein Geld erhalten, dass ich euch das vorstelle. Ich finde einfach, dass jede Frau so einen Nagellack haben muss. Und wie gesagt, wir sind alles Powerfrauen und deshalb interessiert mich natürlich auch eure Geschichte. Ihr könnt mich auch super gerne verlinken, macht es auf jeden Fall, damit ich Bescheid weiß und dann leite ich eure Bilder. Und jetzt kommen wir direkt zur nächsten Sache, die ich euch sagen möchte. Und zwar, ja, ich darf echt nicht so viel labern, ne? Halleluja, wir kommen zu Pinseln. Und zwar hatte ich euch die schon vorgestellt von Luvia. Die kommen ja hier in diesem schönen Beutelchen an. Ich habe die jetzt raus, weil ich sie jeden Tag verwende. Hier sind sie. Und ich habe euch auch schon ganz oft erzählt, dass ich meine Foundation immer mit der Hand auftrage, weil mich das total nervt und bei mir muss es einfach schnell gehen und ich habe da ein besseres Gefühl. Und ich wollte die Pinsel ja wirklich auf Herz und Nieren für euch testen, ja. Ich habe sie auch schon ein paar Mal gewaschen, ich habe sie hier vor mir, deswegen gucke ich die ganze Zeit runter. Und ich habe mir gedacht, okay, dann muss ich auch diesen Foundation-Pinsel für euch testen. Und das habe ich gemacht. Er ist jetzt noch schmutzig, den habe ich vorhin verwendet. Und ich sag's euch, oh mein Gott, ich verwende nur noch diesen Pinsel, um meine Foundation aufzutragen. Was ist da los? Ich war doch so dagegen, gegen Pinsel und also ne, Foundation auftragen war ich immer total dagegen. Aber ich liebe es. Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Es ist auf jeden Fall ein komplett anderes Bild. Ihr könnt die Foundation so richtig schön in die Haut einarbeiten. Das sieht ebenmäßig aus und oh mein Gott, also ich bin total verliebt in diesen Pinsel, so wie alle anderen auch. Ich setze sie wirklich gleich mit meinen Sigma-Pinseln. Ich habe einige Sigma-Pinsel, die stehen hier vor mir. Das habe ich euch aber auch schon oft erzählt, dass ich Sigma sehr, sehr gerne mag. Aber die hier kommen tatsächlich den Sigma-Pinseln. Also ich würde die auf eine Stufe stellen, ne? Echt. Also ich bin total begeistert. Falls ihr noch Pinsel sucht, wie gesagt, auch ideal mit diesem Reisetäschchen-Bombe. Also ich setze euch den Link auch mal unten in die Infobox und auch hier wieder, keine Sorge, ich verdiene da kein Geld damit. So, kommen wir zum nächsten, was ich mir gekauft habe und zwar schon länger. Und ich habe mir immer gedacht, nee, den Hype machst du nicht mit, du brauchst das nicht, das ist zu teuer. Und ja, dann war ich in Frankfurt beim MAC und habe mir gedacht, okay, ich muss ihn mitnehmen. Und zwar spreche ich vom Paintpot Soft Ochre und ich kann euch sagen, warum habe ich so lange gewartet? Ich habe keine Ahnung, ich verwende den jeden Tag, wirklich. Das Augen-Make-up, also das Armut kommt viel, viel besser zur Geltung. Die Farben kommen viel besser raus. Also ich habe natürlich immer eine Base verwendet, so ist es ja nicht. Ich habe ganz oft meinen Fit Me Concealer drauf oder ich habe von Urban Decay auch eine Eyeshadow Base, aber an das kommt echt nichts mehr ran. Also falls ihr da noch was sucht, wenn ihr ein bisschen Geld investieren wollt, ist es ultra teuer, ich weiß, aber damit seid ihr echt total super bedient. So, dann kommen wir zum nächsten. Was habe ich denn noch hier? Oh, ich habe so viel vor mir liegen. Genau, jetzt kommen wir zu einem Eye Pencil von Backstage Makeup. Davon habe ich euch auch schon berichtet von dieser Marke und ich kann euch sagen, dass es mein allerliebster ja, Eye Pencil geworden ist. Also ich trage damit immer meinen Lidstrich auf. Da passiert mir gar nichts. Also da kann ich sicher sein, dass er mir gelingt. Ich liebe diesen Stift. Also an den kommt nichts mehr dran. Ich hatte euch ja von dem Max Factor ja, Eye Pencil erzählt, der zwei Seiten hat. Und da war meine Vermutung schon, dass er irgendwann nicht mehr so schön malt, sozusagen, wegen dem, ja, wegen der Eyeshadow quasi, also das heißt wegen dem Lidschatten, dass man dann die Farbe nicht mehr so schön sieht. Und das ist tatsächlich bei mir eingetreten. Also ich habe den ein paar Mal verwendet und jetzt malt er schon wieder nicht mehr so gut. Und dasselbe hatte ich nämlich bei Astor. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, ne, eigentlich total schade. Also wir sind ja eigentlich in dieser Filzstift-Art sozusagen, ne? Aber das bringt mir nichts. Also ich komme mit dem hier, also ich glaube, ich bin echt angekommen zu 99%.
Falls ihr da noch was sucht, schaut es euch an. Backstage Make-up nennt sich die Marke. Die war mir vorher auch kein Begriff und jetzt bin ich total froh, dass ich dahinter gekommen bin. So, als nächstes, was haben wir denn als nächstes? Oh, ja, ja, ich rede wie ein Wasserfall, ne? Wahnsinn! So, als nächstes kommen wir zu Lippenstift. Ihr wisst ja, dass ich eine Lipgloss-Queen bin. Das müsst ihr wissen, weil ich spreche fast in jedem Video davon. Ich darf welche testen von Luvia Cosmetics. Und oh mein Gott, was soll ich euch sagen? Also das werde ich jetzt heute nicht in dieses Video packen. Ich schaffe das gar nicht, weil es sind so viele. Ich kann euch nur dazu sagen, dass allein die Verpackung ein Traum ist. Ich habe euch mal zwei Stück rausgeholt. Diesen hier, den trage ich auch, diesen roten, gerade auf meinen Lippen. Und schaut euch mal bitte diese Verpackung an. Das ist doch, oh mein Gott, das ist, hallo, stellt euch das mal so auf den Schminktisch und dann Wahnsinn. Und so sehen die Lipglosser aus, genau. Aber ich teste die ganz, ganz ordentlich für euch. Ich möchte die nicht einmal auftragen und dann sofort ein Video machen. Ich möchte schauen, wie lange sie halten, wie sie auf meinen Lippen sind und so weiter. Und ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr dazu eine Swatch-Party haben möchtet oder ja, wie ihr das Video halt gestaltet sehen wollt. Dann setze ich das sehr, sehr gerne für euch um. Hier habe ich noch die Packung und oh mein Gott, ja, nur so viel dazu. Also ich bin schon mal, ja, begeistert. Ich habe sie ja schon ein paar Tage, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sie seit gestern habe, aber ich wollte es euch schon mal sagen. So, meine Lieben, als nächstes möchte ich euch noch von einem Online-Shop berichten und zwar nennt er sich 3 Elfen. Die haben im Moment auch eine richtig coole Aktion, die ich super gerne unterstützen möchte. Ich zeige euch mal, was ich mir da ausgesucht habe und zwar diesen Hoodie hier mit diesem Vogelmädchen. Ihr könnt schon sehen, hier ist Pink mit dabei, das habe ich mir ausgesucht. Ich bin so ein pinkes Opfer, das wisst ihr ja. Hier ist noch eine Kapuze dabei und hier hinten habt ihr nochmal den Aufdruck 3 Elfen. Ihr könnt euch euren Hoodie so zusammenstellen, wie ihr das gerne möchtet. Das heißt, ihr könntet auch einen weißen nehmen und ein graues Vogelmin zum Beispiel. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Also ich finde das total klasse. Aber was mich total überzeugt hat von diesem Shop, der übrigens in Berlin ist, also die ganze Ware wird in Deutschland hergestellt, sozusagen, was ich auch richtig cool finde. Ja, und jetzt kommen wir zur nächsten coolen Sache. Und zwar schaut euch mal bitteschön diesen wunderschönen Jutebeutel an. Diesen Spruch kennt ihr bestimmt schon, Schnauze voll, ich gehe jetzt zaubern. Total süß in Pink, passt natürlich super gut zu mir. Einfach in die Handtasche rein, zu DM oder wo auch immer hin, einkaufen und die Sachen hier reinpacken. Wirklich ganz, ganz große Klasse. Ich habe den jetzt auch noch in Schwarz. Ich habe auch noch zwei Stück für euch bekommen, die ich verschenken darf. Dazu schreibe ich euch alles in die Infobox. Diesen hier würde ich jetzt gerne meiner Schwester schenken, diesen Jutebeutel. Und wie gesagt, hier habe ich jetzt noch zwei Stück, die für euch sind. Die Aktion, die dahinter steckt, ja, die liegt mir sehr am Herzen und deshalb heute in meinem Video auch zu sehen. Und zwar geht es darum, dass wenn ihr euch einen Jutebeutel kauft, 3 Euro an die Arche in Berlin-Friedrichshain gehen. Und das finde ich wirklich eine richtig coole Sache. Ihr bekommt dazu auch noch ein Los und könnt dann auch noch ganz, ganz viele tolle Sachen gewinnen, die hier hinten draufstehen. Wenn ihr möchtet, schreibe ich euch das auch nochmal unten in die Infobox, damit ihr wisst, um was es geht. Und ich habe noch ja, Coupons, also Gutscheine im Wert von 10 Euro, das kann ich euch auch super gerne zukommen lassen. Da ist es so, dass wenn ihr was bestellt, ab 30 Euro, also der Mindestbestellwert 30 Euro, beträgt, ihr 10 Euro abgezogen bekommt. Also auch richtig, richtig cool. Und nein, auch bei dieser Aktion hier bekomme ich kein Geld, aber diese Sache mit der Eiche gefällt mir so, so gut. Und ja, da müssen wir einfach mit dabei sein. Wir sollten da helfen, finde ich richtig klasse, stehe ich voll dahinter. Und deshalb möchte ich diese Aktion unbedingt unterstützen. Ich habe hier tatsächlich noch ein paar andere Sachen liegen, die ich euch zeigen wollte. Zum einen das Beauty Light. Jetzt denkt ihr euch, das hast du uns doch schon gezeigt. Ja, das ist eine neue Version und dieses Produkt hier wollte ich euch auch noch zeigen. Aber ich denke, das Video wird jetzt einfach zu lang. Ja, und ich habe euch ja versprochen, dass ich euch noch zeige, was mir zugeschickt wurde. Ihr habt euch wahrscheinlich alles schon gedacht, um was es geht, weil ich gesagt habe, hier im Hintergrund, genau, es geht um diesen wunderschönen Blumenstrauß. Oh mein Gott, es sind genau meine Lieblingsblumen dabei, Hortensien und Rosen. Also der ist so, so wunderschön, dieser Blumenstrauß.
Und ich hätte niemals damit gerechnet. Ich musste mich hinsetzen. Tatsächlich, ich war sprachlos, was bei mir eher selten vorkommt. Musste es dann aber gleich meinen Mädels in die Gruppe voicen. Wobei ich dazu sagen muss, dass mir eine lustige Geschichte passiert ist über Facebook. Mich haben Leute hier angesprochen, dass ich ja wohl gesucht werde. Und ich wusste überhaupt nicht, was die meinen. Es hat wohl ein junger Mann geschrieben, ich männlich suche dich weiblich. Du bist durch die Fußgängerzone gelaufen mit deinen langen schwarzen Schneewittchenhaaren und so weiter. Und ich habe mir nur gedacht, okay, das scheint ein Auswärtiger zu sein, denn jeder hier im Ort weiß, dass ich verheiratet bin und 4 Kinder habe und mich mit Sicherheit nicht auf sowas einlasse. Alle um mich herum fanden es total romantisch und süß, ich fand es eher komisch und erschreckend. Und dann hatte ich Panik, als ich die Blumen gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, der hat meine Adresse rausgefunden, weil ich selbst kann nicht sehen, wer das geschrieben hat, was echt komisch ist. Aber ich war echt geschockt und ja, das hat dann nachgelassen, als ich den Brief gelesen habe. Da waren ja zauberhafte Genesungswünsche an mich gerichtet von einer ganz, ganz zauberhaften Frau, die ich beim L'Oréal-Event kennenlernen durfte. Und ich kann euch sagen, dass ich, ja, wie gesagt, sprachlos war. Also wenn sie mir ein Produktpaket geschickt hätte, wäre es mir lange nicht so viel wert gewesen wie diese wunderschönen Blumen. Also ich glaube, Blumen sagen wirklich mehr als 1000 Worte. Ich habe damit einfach nicht gerechnet und diese Wertschätzung, die hat einfach mein Herz so, ja, ich weiß auch nicht. Also ich kann, glaube ich, nicht mehr weiterreden. Ich heul dann jetzt gleich. Ich bin sehr emotional. Meine Augen sind eh schon total rot. Das ist jetzt auch egal. Ich bin eine sehr, sehr temperamentvolle Frau und ja, deshalb, glaube ich, spreche ich da jetzt nicht weiter drüber. Ich glaube, ihr wisst aber, was ich meine. Also wenn ihr irgendjemanden da draußen eine große Freude machen wollt und wenn es nur eine kleine Blume aus dem Garten ist, dann pflückt sie, schenkt sie demjenigen und ja, damit zeigt ihr, dass ihr ihn gerne habt. Also das ist echt der Wahnsinn, was das in mir ausgelöst hat. Es ist total verrückt. Aber ich beende jetzt, wie gesagt, dieses Video, sonst wird es zu lang. Ich bin eine Labertasche. Ich hoffe, dass euch dieses Format hier gefallen hat. Lasst es mich gerne wissen. Aber bleibt mir bitte alle gesund. Das liegt mir wirklich sehr am Herzen. Das ist mit das Wichtigste. Meinen Kanal könnt ihr natürlich kostenlos abonnieren. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich total freuen. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!